So Leute, willkommen zurück zu Modern Combat 5 und ich habe das jetzt alles geschafft, alle Nebenmissionen und dieses komische Verteidigen, bla, Gedöns auch und habe alle Dinger geschafft, Kopfschüsse und alles Mögliche. Es war echt anstrengend, da war wieder so ein Fettklops dabei und alles. War richtig krasse Mission, beziehungsweise Nebenmission. War jetzt nicht irgendwie aufwendig so, aber hat irgendwie trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, weil, naja, na gut, es war sehr. Ein großer Arenenkampf, nenne ich es einfach mal, denn da kamen tausend von Menschen, die musste man abknallen, dann kamen Raketenwerfer, und die musste ich dann auch abknallen, dann manchmal drei, vier Raketenwerfer, die dann auf einmal geschossen haben. Da habe ich dann das erste Mal gestorben und dann das zweite Mal habe ich es aber zum Glück geschafft. Und dann kam irgendwo so ein Fettklops und was ist jetzt los? Wie spät ist es? Alter, ist schon 3 Uhr wieder. Krasser Kack. Krasser Kack, krasser Scheiß, meine ich natürlich. Hallo? Warum funktioniert das nicht? Also, wenn man übrigens hier alle Episoden runtergeladen hat, ist das Spiel anstatt wieder, wo man es runterlädt, 700 oder 600 groß, ist jetzt irgendwie schon 2 GB und 50 oder irgendwie so, glaube ich, waren es. Oder 2 GB, keine Ahnung. So, hier haben wir auch wieder Neues ausgerüstet. Mehr Munition. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, das Ausrüsten. Ne, ist ausgerüstet jetzt. Gut. Rang 20 sind wir schon. Killzeichen. Oh, was habe ich denn Neues bekommen? Die habe ich noch nicht bekommen. Wer, ja, was habe ich denn neu bekommen? Ah, hier. Oh, nehme ich mal das. Sieht ganz cool aus. So, und dann zurück spielen. Und jetzt die letzte Mission, beziehungsweise die letzten zwei Missionen, die wir wahrscheinlich jetzt in diesem Partner schaffen. Dann ist Part 15 der letzte. Mehr werden wir ja sehen, wie ich das jetzt schaffen werde. Ich denke mal, ich werde wieder oft failen, dass es doch noch einen 16. Part geben wird. Das wäre natürlich scheiße. Alter, DNS hier einfach mal rumschwören. Den DNS meine ich natürlich DNA. So, gehen wir mal hinterher. Coole Musik, irgendwie sind gerade so ein bisschen atmosphärisch. Weil es hier spannend wird und bla und. Und da sind wieder Menschen. Ich hab nicht, was sie überhaupt, warum wir den Typen verfolgen und was überhaupt los ist. Ich meine, es muss ja irgendwas Besonderes sein. Die müssen die DNA geklaut haben oder so, keine Ahnung. Habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden oder realisiert, keine Ahnung, was da überhaupt wirklich abgeht. Vielleicht weiß es einer von euch die wirkliche Story, was denn hier los ist. Oder ob das nur einfach spiel die Mission und du bist schon Level 17 oder 20, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier überhaupt wirklich losgeht. So, was ist hier Schönes? Ah, eine Kiste, siehst du. Lohnt sich doch immer ein bisschen rumzuwursteln. Rumzuwursteln, genau. Rumzuschauen, rumzudingsen. Oh, Strom. Sterbe ich jetzt? In Nova 3 stirbt man ja immer. Was? Kommt schon wieder Menschen. Verdammt. Zu kurz geworfen, war wohl kein Sportler, der Typ konnte nicht so weit werfen. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Man muss ja nicht unbedingt weit werfen können. Und unsere Familie kann keiner weit werfen. Ich glaube, ich habe nur, keine Ahnung, 20 Meter oder so geschafft. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Oh na na na. Da, 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 da. Keine Ahnung, bla. Alter, was ist hier los? Voll die Forschung hier alles. Krasser Kreis. Was? Krasser Kreis? Was? Oh Gott, ich laber schon wieder. Ich laber ich sowieso immer. Egal. Und wieder das Raumgedönsel. Ach, wir spielen wieder mit denen. Stimmt, der Hark ist ja leider nicht mehr am Leben. Der ist ja leider runtergefallen. Oh, wie froh ich bin, dass nicht dieses scheiß Raumgedönsel war in der Nebenmission. Dass es nur Eliminieren war und irgendwelche coolen Missionen. Stürme, Bomben, Entschärfung und so weiter, die waren echt cool. Die haben Spaß gemacht. Ja, ich mach die ja erst weg. So, ich komm, Kumpel. Sehr italienisches Mensch. Italienisches Mensch ist der vielleicht? Ich weiß es nicht, da war so eine Flagge drauf. Sah aus wie Italien.
Ist unser schwarzer Kumpel etwa ein Italiener? So redet ihr gar nicht. Ist hier alles vertreten. Unsere Fox oder wie die heißt, keine Ahnung. Oder Rocks oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, wie sie aussieht. Oh, und auch von innen, was? Ah, wenigstens ein bisschen kann ich noch schlechte Witze reißen, aber nicht mit der, mit den Melanen, wie ich immer rede. Jetzt rede ich so monoton. Nicht mehr so. Ja, so, jetzt machen wir hier. Oh Gott, nein, 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 nein. Jetzt werden die sterben, oh Gott. So, mal rede ich jetzt nicht, weil ich erstens voll müde bin und geschafft bin von einfach mal allem und weil ich leise sein soll. Was? Wo bist du? Lauf mal nicht so schnell, Kumpel. Dann Rue. The Rue. Rooks. War doch irgendwie richtig, aber es wird ausgesprochen wie Rue. Jetzt hab ich da reingelabert, Entschuldigung. Aber ich glaube mal, als Deutsche lesen wir eher als das Englische zu übersetzen. Eigentlich geht das, aber keine Ahnung. Ich kann auch nicht jedes englische Wort, müssen wir noch nicht können. Warum haben wir da so komische Lichteffekte? Genau. Oh oh. Oh nein. Beschütze. Toll, jetzt dürfen wir den noch beschützen, ey. Wie so eine Mission hast du, ne? Also das können wir noch ganz nochmal von vorne machen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Weil im Beschützen bin ich mega, mega schlecht. Und wie ihr seht, ich stimme gleich tot. Ja, und wir sind tot, siehst du. Meistens sterben eigentlich die Beschützer von mir, aber egal. Keine Ahnung, egal, bla 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 bla. Und ich rede irgendwie voll mega leise. Ich muss ein bisschen lauter reden, glaube ich. Aber egal, ich kann es ja mit Outer City ein bisschen höher drehen. Oh, jetzt können wir den ganzen Kack nochmal machen. Wie schrecklich. Das war so viel, ne? La 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 la. Jo. Oh, und immer dieses Nachladen. Genau, dann kommen die Menschen immer in den Rücken. Ja, ja. So, wieder Munition aufgefüllt. Laufen wir wieder hier lang? Und er kann echt nicht werfen, der Typ, ne? Ich hätte mich gewundert, wenn der nicht gestorben wäre. Reloading! Schön ausgesprochen. Reloading. Ach, guck mal, der lebt noch. Another one down. Was haben die für einen Sprachkurs gemacht? Here it is. Blow it and I'll pop a smoke in. Let's go. Yeah, yeah. Oh, und wir werden gleich nochmal sterben, ey. Und nachladen, warum nicht? Oh ja, klar. Na. Komm schon. Gucken, wo die kleinen Leutchen rumspallerlasten. Wo ist der Typ? Bitteschön. Gern geschehen. Brauchst nicht Danke sagen. Schön, dass du übrigens mein Leben gerettet hast. Zwar sollte ich dich beschützen, aber trotzdem hättest du mich ja wiederbeleben können. Ich meine, das mache ich auch die ganze Zeit bei dir. Was? Ja, ja. Wie oft denn noch? So, ich stehe schon hier. Hallo. So, ich mache mir mal einen Überblick über das Ganze hier. Ich gehe einfach mal hier hin. Zwar müssen wir den beschützen, aber egal.
Oh. Muss den Scheiß noch sehen. There is enough evidence here to completely blow the lid Ja, off Gilman's sehr activity. gut. Oh la la la. Bla bla bla. So, hier kann keiner kommen. Eigentlich kann doch nur hier einer kommen. Wo kommen die denn her? Da sind doch keine Eingänge und Ausgänge. Wie geht das? Der hat auf jeden Fall keine Schutzanzeige, also wäre irgendwie ein bisschen mies, wenn ich sehe ja nicht mal, wie weit der ist oder wie weit der geschützt ist. Ich versuche mich jetzt einfach mal zu schützen und nicht ihn. Weil ich weiß nicht mal, wie weit der geschützt ist. Alter, wie viele hier sind erstmal? Soll man das denn schaffen? Es ist zwar fast das Finale, es ist noch eine Mission, aber trotzdem, wie krass das einfach mal ist. Wie viel hier drinne sind und wir müssen die alle platt machen. Überhaupt nicht schwer. Nö, nö. Kommt ja darauf. Wo war es das jetzt eigentlich? Hängen hier noch welche rum? Hier sind keine mehr. Was noch mehr? Oh nö, geht doch mal weg. Da unten, was machen die denn da unten? Was bringt es denen, dass sie da unten sind? Oh. Rennen, 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 rennen. Und hier runterlaufen. Vielleicht geht hier alles in die Luft oder was? Darauf freue ich mich ja jetzt schon. Alter, wie viele einfach mal sind. Sind die irgendwie geisteskrank oder so? Ich meine, das Ding geht hier gleich in die Luft. Und die hängen hier einfach mal rum. Und wir haben einfach mal keinen Sprengstoff mehr. Das ist ja super. Oh nein, 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 ey. Willst du mich verarschen? Das ist doch scheiße. Komm schon, komm. Jetzt lädt er nach und wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind sowas von tot, wir sind sowas von tot, wir sind sowas. Ey, das gibt's doch nicht. Du willst mich da echt verarschen. Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen, Alter. Ich könnte gerade so ausrasten, ne? Das dauert so. Oh Gott. Das war so viel, was wir jetzt nochmal machen müssen. Ich krieg das Kotzen, ne? Das ist ja schlimmer als diese scheiß Nebenmission mit den Raumdurchsuchungen, Alter. Gott. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lass mich doch mal in Ruhe. Es ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Oh, ich kotze zum Sch. Mann, ey, Mann. Warum? Ah, das ist so viel, was wir so machen. So scheiße viel. Und du hörst schon meine Stimme, wie fertig ich einfach nur bin. Ich wollte eigentlich noch Nova 3 und Republic aufnehmen. Oh, das schaffe ich doch gar nicht. Bin doch schon viel zu fertig mit Modern Combat 5, ey. Oh, jetzt die ganzen Leute nochmal da abschießen. Das sind so viele. Och nee, hier sind ja auch nochmal welche. Stimmt ja. Ich dachte, wir sind jetzt schon im Serverraum, also im Schutzraum-Ding, wo alles kaputt geht. Aber nein, jetzt sind wir noch hier. Warum kommen immer diese fetten Menschen, Alter? Die sind so nervig. Überhaupt keinen Bock drauf. Tut einfach mal mein Kehlkopf schon so extrem doll weh. Wenn wir nur noch tot. Aber ich muss es positiv sehen, dann habe ich wenigstens 10.000 Videos. Und brauche erstmal ein paar Wochen nichts machen. Habe ich erstmal Ruhe, beziehungsweise nicht unbedingt Ruhe, sondern Ruhe hat man sowieso nie, aber ich meine einfach nur mit Reden, dass man nicht mehr reden muss. Weil, ich sag mal so, es macht schon Spaß, die ganze Zeit ein bisschen zu reden und einen Scheiß zu reden und Faxen zu machen. Und ihr feiert das. Aber, ich sag mal so, nachdem man jetzt 8 Stunden gespielt hat,
Beziehungsweise davor habe ich ja auch nochmal gespielt. Das ist ja schon der dritte Tag, dass ich bis um 4 oder 5 Uhr aufnehme. Davor habe ich ja Republic 4 Parts aufgenommen. A 20 Minuten, manchmal ein bisschen länger. Und dann noch Nova 3, 4 Parts. Das sind schon mal 8 Parts, die wieder 20 Minuten immer sind. Also extrem viel wieder. Und dann gestern eben teils Modern Combat 5, 10 Parts. Und jetzt sind wir schon wieder beim 5. Part, was immer 20 Minuten lang geht. Meistens jedenfalls. Einfach so viel. Und das alles nur geredet. Und das immer bis 5 Uhr, von 23 Uhr bis 4 Uhr, dann von 0 Uhr oder 23 Uhr bis um 5.40 Uhr und jetzt einfach wieder von 0 Uhr bis, keine Ahnung, wie spät es schon wieder ist. 3 Uhr ist es gerade mal noch. Gerade mal noch, ja, geht ja. Habe ich ja noch 2 Stunden, haha. Kommt schon. Mit Modern Combat 4 müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Will ich dann, wenn, schon auf dem 5S wieder von meinem Kumpel spielen, weil es da einfach besser läuft. Als auf meinem eigenen Handy, was nur leider das 5er ist. Kurz. Aber, naja. Da spielen wir ja sowieso Minecraft und GTA und andere kleine Spiele. Wobei GTA und Minecraft keine kleinen Spiele sind. Ich meine jetzt so App-Reviews, Gedinger. Kleine Spiele, sowas meine ich damit. Ach ja, und Slenderman 2 spielen wir auch noch. Was noch? Andere. Ach ja, The Walking Dead Season 2. Ja, ist eigentlich noch einigermaßen viel. So, jetzt kommen da unten die Viecher. Ich meine natürlich die Menschen. Warum wollen wir nicht einfach runterspringen anstatt. Na gut, weil da zu viele sind. Boah, krass. Boah, ich habe jetzt keinen Bock wieder zu sterben, ne? Zack, es gibt doch noch einen 16. Part, weil es ja einfach mal so extrem lang geht. Jetzt schieß doch mal die Kacke. Nein, ich wollte eine Granate schießen, Idiot. Genau, und es macht dir nichts aus. Und jetzt draufhalten immer auf die Powerzelle. Zeig die Powerzelle, zeig die Powerzelle. Nein, das liegt ja nach der Arsch. Komm, 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 komm. Nein, die Waffe ist leer. Die Waffe ist leer. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Waffe, gib einfach eine Waffe. Nein, keine Shotgun. Ich sagte irgendeine Waffe, aber keine ganz Nahkampfwaffe. Och man, gib mir doch mal eine vernünftige Waffe. Eine, die für Entfernung ist. Oh, komm schon, bitte, geh drauf. Nein, jetzt sieht er nach. Nein, nein. Alter, ach, fick dich doch, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ey, das fick. Ach, warum? Ich, Mann, warum? Ich will nicht mehr. Das ist einfach nur scheiße. Wir sind jedes Mal am Ende. Ich meine, ich wette, wir müssen nur noch den wegmachen, dann ist die Mission sowieso geschafft. Ey, das ist doch scheiße. Der Typ, der kippt um. Wir haben so perfekt gespielt. Wir haben einfach mal keinen Tod verbraucht. Wir haben keine Granaten verbraucht. Und trotzdem. Ich meine, der überlebt einfach mal 2 Granaten. Klar doch, warum nicht? Ich könnte so kotzen. Oh. Ja, dann sehen wir uns im 16. Part wieder. Ich spiele das jetzt offscreen, weil das einfach zu viel ist, um mich jetzt hier noch weiter 15 Minuten oder keine Ahnung, hier das alles voll zu quasseln. Das ist einfach nur noch anstrengend und belastend. Also ich mache jetzt einfach Schluss. Also wir sehen uns dann wieder im 16. Part. Da machen wir dann die letzte Mission. Ihr werdet jetzt ein paar Gespräche von den Leuten da verpassen, aber naja. Ich spiele das jetzt weiter und ja. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, da würde ich mal sagen, super Mission, total geil.
Ich war zu diesem Zeitpunkt einfach nur noch richtig fertig. Also verzeiht mir, dass ich da so gefailt habe und einfach nur fertig bin. Denn 3, 4 Tage hintereinander aufzunehmen bis 5 Uhr und ein paar Stunden schlafen, dann schneiden, das ist zu viel. Na gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.